Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir uns hier in Ravendress erspielen können. Und zwar befinde ich mich einmal hier oben in Ravendress bei den Koordinaten 40, 47 und dort haben wir einen NPC. Und bei diesem NPC beginnt auch eine World Quest, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Und diese World Quest schimpft sich Renntag in den Bollwerken. Und wenn ihr diese World Quest, Renntag in den Bollwerken, die hier auch bei dem Mob Fratzi beginnt, ist es so, dass ihr ein Achievement bekommt, und zwar Bollwerk Bolide heißt das. Und wenn ihr dieses Achievement habt, habt ihr die Möglichkeit, bei ihm hier, bei Fratzi, ein Item zu kaufen. Halt nicht bei Fratzi, sondern bei dem daneben, also dem Typen neben Fratzi. Wie heißt denn der? Großmarschall, genau. Mudrak. Und der verkauft uns dann ein Toy. Und dieses Toy schimpft sich Gräber-Schubkarren. Und dafür müssen wir erstmal das Achievement einmal haben, also 10-mal die Worldquest machen. Und wir brauchen aber dafür noch eine Ressource, und die schimpft sich durchflutete Rubine. Und die durchflutete Rubine bekommt ihr eigentlich über alle möglichen Aktivitäten hier in Madraxus. Von Mobs könnt ihr die looten, die gibt es auch aus der Paragon-Kiste unter anderem raus. Also wenn ihr irgendwas macht, habt ihr die eigentlich. Die müsst ihr aber einmal freischalten, und zwar relativ am Anfang, wenn ihr in die Zone einmal reinkommt, habt ihr hier unten eine Quest, da müsst ihr so Rubine sammeln. Und dann habt ihr eigentlich die Geschichte mit den durchfluteten Rubinen freigeschalten. Und ab dem Zeitpunkt kriegt ihr die. Die braucht ihr unter anderem ja auch für ein paar andere Achievement-Sachen. Heißt, einmal 10-mal die Worldquest machen. Dann könnt ihr mit dem, kriegt das Achievement, könnt mit dem Typen quatschen. Und mit den Rubinen dann hier das Teil kaufen. So, wir schauen uns das einmal an. Gräber-Schubkarren, das lernen wir mal. Dann müssen wir hier mal Gesammelte anmachen. Und dann gucken wir. Gräber-Schubkarren. Und ich hoffe, das ist auch so ein Schubkarren. Ah ja, okay, also wir landen da drin. Und jetzt können wir auch hier loslegen. Ah ja. Für 10 Minuten sind wir jetzt quasi in dem Schubkarren, werden geschoben, können den selber steuern. Jetzt schauen wir mal, wie schnell der ist. Der ist 186% schnell. Ist jetzt nicht krass schnell. Achso, schau mal, wenn wir hier Rennen starten machen, dann kommen hier... Das sieht sogar ganz cool aus. Hört euch das mal an. Das ist sogar echt ganz cool. Dann kann man hier durchgehend hämmern. Also das Teil hat tatsächlich was. Ich habe mich ja beim Achievement Guide zu dem Erfolg beschwert, dass es kein Toy gibt, weil ich schon irgendwie mal dachte, da gab es was, ne? Aber man kriegt es halt nicht über das Achievement, sondern dann beim Händler. Und ja, dann haben wir das auch einmal eingetütet. Sobald wir hier in den Kampf kommen, seht ihr, werden wir leider rausgehauen. Aber... Dennoch ein cooles Toy, und vor allem mit dem Feuerwerk hat es tatsächlich was. Gut, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, wenn ihr die Rubine noch nicht bekommen habt, müsst ihr hier runtergehen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, irgendwo hier unten war es, glaube ich. Da gibt es eine Quest, da müsst ihr auch Rubine sammeln und dann könnt ihr das Ganze freischalten. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.